Hallo ihr Leute, und da bin ich mal wieder nach 300 Milliarden Jahren in dem Projekt, in dem ich alle möglichen Items in Minecraft erfahren werde, wie man es hier halt zum Teil gesehen hat. Beim letzten Mal konnte ich ja die 1.16 mit dem letzten Item, und zwar der Honigflasche, beenden, nachdem ich vor ungefähr 9 Monaten, müsste es jetzt schon her gewesen sein, die 1.16 halt beendet habe. Wie gesagt, mit der Honigflasche hier. Möchte ich heute mit der 1.17 starten, und da sind ja eigentlich diese ganzen Kupfersachen hinzugefügt worden, oder hier diese ganzen Kerzen, oder Deep Slate und so weiter. Und ja, was ist eigentlich in den 9 Monaten bei mir so passiert, weil es kam halt nicht wirklich aktiv Videos bei mir, und das hat halt den folgenden Grund gehabt. Ich habe mich in ein Studium eingeschrieben, bin jetzt in meinem ersten Semester, und deswegen habe ich gerade nicht so viel Zeit, weil ich da erstmal reinkommen muss, und das ist ein bisschen anstrengend, weil ich jetzt auch nicht das leichteste Studienfach gewählt habe. Und gleichzeitig habe ich auch noch einen Zweitkanal gestartet, ist auch nicht mehr so wirklich aktiv. Anfangs war es relativ aktiv gewesen, aber da werden auf jeden Fall noch aktiv Videos kommen, wahrscheinlich irgendwie so August oder so, weil da starte ich dann so ein kleines Projekt. Und ja, das war's dann jetzt mit dem ganzen Randinformationen. Dann kann ich ja eigentlich theoretisch jetzt starten mit der 1.17. Was ich jetzt hier gemacht habe, ich bin gerade bei den Koordinaten 450 und 250, und ihr seht, meine alte Welt ist hier. Ich habe das halt mit diesen komischen Structure-Blöcken gemacht. Da kann man halt einfach andere Welten, so Teile davon, kann man einfach in andere Welten sozusagen reinkopieren. Das habe ich halt einfach damit gemacht. Hat bisschen lang gedauert, weil ich 3 verschiedene Structure-Blöcke brauchte, weil die Welt zu groß war. Aber ihr seht es ja, im Endeffekt hat es mehr oder weniger funktioniert. Die Schafe gibt es hier auch noch. Ich glaube, ich hatte hier auch ein umgedrehtes Schaf irgendwo noch. Ja, genau, da ist es. Genau vor mir. Dann noch den Enderman, den da unten, der auch umgedreht ist, den habe ich auch noch. Ja, die alte Welt müsste ich jetzt sozusagen immer noch haben. Wenn ich jetzt zum Beispiel das End suchen gehen möchte, dann muss ich nicht wieder 40.000 Blöcke laufen, wie es einmal der Fall gewesen ist, was auch sehr toll war. Weil, wie gesagt, ich bin halt bei niedrigen Koordinaten. Ja, genau. Ich möchte halt heute erstmal unendlich viel Kupfer farmen, weil hier braucht man gefühlt 50 Stacks an Kupferblöcken. Und dann muss man die ja auch noch alle mit Wachs rechts klicken. Und deswegen wollte ich halt heute erstmal extremst viel Bienenstöcke holen und dann auch noch gleichzeitig warten, bis das ganze Kupfer oxidiert, weil Kupfer oxidiert ja, je länger das in der Welt einfach rumsteht. Weiß irgendeiner zufällig von euch, auf welcher Höhe es Kupfer am häufigsten gibt? Am häufigsten gibt es das doch nicht so auf der Höhe, sondern weiter oben, oder? 20 bis 50. Ja, okay, da muss ich auf jeden Fall irgendwo eine Höhle finden. Das sieht doch vielversprechend aus. Oder vielleicht auch nicht. Okay, ist auf jeden Fall schon mal eine Höhle. Dann kann ich jetzt hier schon mal tonnenweise Kupfer farmen. Ist ja zum Glück auch so, wenn man das mit Glück 3 abbaut, dass man mehr Kupfer bekommt. Und ich habe schon fast 1,5 Stacks Kupfer. Ging ein bisschen schneller als erwartet. Wie viel Kupfer habe ich jetzt? Ich farm einfach 1 Stack Kupferblöcke oder ein bisschen mehr. Dafür brauche ich ja 9 Stacks. Ich glaube, das wird dann fürs Erste ausreichen. Wie viel Kupfer habe ich jetzt? 10 Stacks, oder? 10,5 Stacks. Ja, das müsste für diese paar Sachen, die ich da machen muss, wahrscheinlich ausreichen. Das Gute mit den Kupferblöcken ist ja, wenn ich die ganzen oxidieren lasse, kann ich das Oxidierte, kann ich ja mit einer Axt wieder abkratzen, dass ich dann wieder diese Vorgängerstufen sozusagen habe. Deswegen habe ich mir dann einfach überlegt, dass ich mir unendlich viele Kupferblöcke mache, die nebeneinander aufstelle, warte, bis die ganzen oxidiert sind, und dann kann ich halt die ganzen Blöcke, die ich halt brauche, daraus machen. Die Kisten muss ich auch irgendwann mal in 400 Millionen Jahren mal sortieren. Das mache ich wahrscheinlich, wenn ich irgendwann mal ultra lang auf irgendwas warten muss, weil dann habe ich die Wartezeit wenigstens ein bisschen effizienter genutzt. Es gibt ja ein sehr tolles Item, und zwar das hier, Small Drip Leaf. Da muss man auf eine Wandering Trader warten. Und das ist dann ein wenig anstrengend, weil ich dann Minecraft 24 Stunden gefühlt im Hintergrund laufen lassen muss, bis der Wandering Trader endlich kommt, nur um dann zu erfahren, dass ich das nicht bekomme. Muss ich auch noch gucken, wie ich das dann am besten machen werde. Es ist ja angeblich so, dass die alle 4 Stunden irgendwie in der Map spawnen, durchschnittlich oder so, so ein Wandering Trader. Und dann muss man halt das Glück haben, dass der dann halt auch in der Nähe von einem ist. Und das ist dann auch manchmal ein bisschen problematisch. Und warum ist da mitten im Haus eine Wasserquelle? Weil ich Tränke brauen musste. Es ist halt so, dass ich nicht auf Schönheit gehe, sondern auf Effizienz. Deswegen sieht das bei mir immer ein
ganz, 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 ganz kleines bisschen verwirrt aus. So, das mache ich jetzt auch wieder sehr schön. Die baue ich irgendwann mal weg. Werde ich wahrscheinlich eh nicht machen. Ich meine, könnte ich ja schon da, wo ich schon angefangen habe, Kohle reinzuschmeißen, das alles machen. So, dann schmilzt das ganze Kupfer hier jetzt gerade durch. Perfekt. Ja, okay, ich habe, glaube ich, keine Silk-Touch-Axt, deswegen muss ich das dann mit der Spitzhacke machen. Dann suche ich mal nach Bienenstöcken. Am besten jetzt erstmal so ein Texture-Pack machen, bei dem Bienenstöcke einfach komplett pink oder so sind, damit man die leichter sieht. Ah, da. Oh, da ist ein Dorf. Cool. So, dann. Bumm. Dankeschön, Leute. Okay, hier sieht's auch nicht so wirklich sonderlich spannend aus bezüglich Bienen. Die Wälder sind aber auch irgendwie richtig klein. Sonst ist es ja meistens immer so, die Welten, die ich generiere, sind meistens einfach nur ein einziger Wald. Also halt so ein Wald, nicht so ein Schwarzeichenwald. Warum ist hier wieder ein Trident-Typ? Warum in solchen Mini-Flüssen immer? Das ist so dumm. Und der droppt mir den sogar. Och man, da sucht man 6 Stunden nach einem Trident-Typen, dann spawnt er wieder in so einem Mini-Fluss und der droppt dann auch noch sofort ein. Ach man, diese Trident-Zombies nerven mich. Vor allem, dass halt auch in so einem Mini-Fluss überhaupt so ein ertrunkener Zombie spawnen kann und dass der dann auch noch einen Trident in der Hand hat. Was sind das denn jetzt wieder für komische Chancen? Hallo Bean. Tschüss. Hättest du gewartet, bis die Biene da drin ist. Oh, das wäre vielleicht mal ein bisschen schlau gewesen. Vielleicht mache ich das beim nächsten Bienenstock, den ich finde. Wie kann man da jetzt am besten entscheiden, ob hier Bienen drin sind oder nicht? Ah ne, da steht irgendwie Bees Work. Dann heißt es ja, dass da Bienen drin sind. Ja gut, dann könnte ich jetzt theoretisch eigentlich mich runterbauen und Obsidian suchen. Weil in den 4 Bienennestern müsste ja vielleicht mal eine Biene drin sein. Vor allem bei der letzten, die ich gerade abgebaut habe, weil da stand halt, wie gesagt, Bees Work. Ah, da ist sogar noch ein Bienenstock. Ja gut. Untertitel an und auf Lava hoffen. Ah, das könnte ich theoretisch hier mitnehmen. Und zwar brauche ich bald diese ganzen Deep Slate-Varianten von den Erzen. Dann könnte ich das ja theoretisch jetzt schon mal teilweise mitnehmen, was ich jetzt halt alles so finde. Könnte ja auch meinen, dass beispielsweise zum Problem werden könnte dieses Deep Slate Emerald Ore. Aber das Problem ist halt, oder was eigentlich ein Vorteil für mich ist. In der 1.17 wurde die Emerald-Generation irgendwie gefühlt um 10-fach erhöht oder so in Extreme Hills Biom. Da ist es dann halt ein bisschen leichter, so ein Emerald Deep Slate zu finden, weil da irgendwas, wie gesagt, bei einer Generation irgendwie schief gelaufen ist. So, dann kann ich jetzt ein bisschen Obsidian abbauen. Muss ich ungefähr zu 50-30 hinlaufen, damit ich wieder zu meinem alten Portal hinkomme. Portal. Na, da muss ich echt nicht weit laufen. Also Nether-Taktik ist echt immer noch sehr viel besser. Es tut mir leid, dass es ein bisschen leckt, aber der Nether wird hier gerade zum ersten Mal generiert. Weil ich habe nicht den alten Nether benutzt, sondern jetzt einen neu generierten. Oh, ich bin schon zu weit gelaufen. Müsste hier nicht sogar das andere Nether-Portal stehen? Ich habe ja schon mal einmal den Nether kurz vorgenerieren lassen. Und theoretisch müsste hier... Ach, das ist ja wirklich hier. Cool. Hätte ich ja doch kein Obsidian mitnehmen müssen. Aber war halt besser so gewesen. Warum heißt Baked Potato auf einmal Jacket Potato? Ist das jetzt so wie beim Akquisator, der Lüfter hieß oder was? Keine Ahnung. Wenigstens bin ich endlich wieder zu Hause. So, dann brauche ich jetzt mal ein Sapling. So, Saplings und Bone Meal. Bum, bum, bum. Das reicht fürs Erste. Und dann kann ich jetzt ein paar Bäume anpflanzen. So, dann hoffen wir mal drauf, dass hier irgendwann mal so Bienen rauskommen. Also bei einem Bienenstock habe ich ja gesagt, dass da mindestens eine Biene drin war. Ich hoffe, dass die rauskommt. Ja, hallo, geht's euch so? Das einzige Problem ist ja halt, wenn ich Honig von denen klaue, dann greifen die mich ja sofort an. Wenn die mich ja einmal gestochen haben, sind die ja tot. Also dann sind die halt einfach weg, weil Bienen können ja nur einmal stechen und dann haben die ja keine Lust mehr zu leben. Und ich glaube, die Taktik dafür, dass die dann nicht einfach sofort sterben oder so, oder dass da keine Bienen rauskommen, wenn ich da aus Versehen Rechtsklick drauf mache, oder wenn ich da bewusst Rechtsklick drauf mache, ist, wenn ich da drunter so ein Lagerfeuer hinschmeiße. Dann stechen die mich auch nicht, weil die halt nicht aus dem Bienenstock rauskommen. Und das wollte ich dann mal austesten. Aber was ich jetzt auf jeden Fall machen werde, ist, das ganze Kupfer hier rauszuholen, damit ich diese ganzen oxidierten Kupferblöcke machen kann. Da habe ich ja genau abgezählt, dass ich mir 1 Stack Kupferblöcke machen kann. Und dann halt noch ein bisschen mehr, weil ich halt ein bisschen mehr gefarmt habe. Wenn ich das jetzt hier reinschmeiße, kann ich halt sofort dieses
Cut Copper machen, Cut Copper Slab oder Cut Copper Stairs. Und wenn ich daraus Slabs machen möchte, wie kann man denn... Ach, aus normalem Kupferblock kann man keine Slabs machen, glaube ich. Ja, genau, deswegen platziere ich die jetzt einfach random in der Weltgeschichte. Muss ja nicht schön sein. Das Problem mit diesen Kupferblöcken ist halt einfach, dass die nicht alle nebeneinander stehen dürfen. Also ich darf das jetzt nicht so nacheinander rein, weil sonst oxidieren die nicht. Deswegen muss ich die immer so ein bisschen versetzt aufstellen. Sieht zwar jetzt unendlich todeshässlich aus, aber muss ich halt leider machen, damit das halt funktioniert. Oh, es werden sogar schon welche oxidiert. Hä? Ich dachte, das dauert viel länger. Es sind ja schon 5 so ein bisschen oxidiert. Okay, geht auf jeden Fall schneller, als ich erwartet habe. Wenn ich das dann mit den Bienen hier gemacht habe, also wenn ich die halt alle gepaart habe, dann werde ich das, glaube ich, sogar so machen, dass ich dann auch schon mit den ersten Items anfangen werde für die 1.17, weil dann habe ich halt sozusagen alle Vorbereitungen getroffen, die ich halt treffen wollte. So, hallo. Und, oh Gott, wie schnell kamst du denn angerast? Ich könnte theoretisch jetzt Lagerfeuer machen. So, sieht zwar jetzt relativ hässlich aus, aber man ist ja nichts anderes gewohnt von mir. Ah, hier ist sogar schon Honig produziert worden. Blub. Und hier ist auch schon Honig. Wenn ich hier jetzt Rechtsklick drauf drücke, kommen die nicht raus, okay. Und ich habe 3 Honeycombs. Nein, ich hab da vergessen, Lagerfeuer drunter zu schmeißen. Nicht mich stechen. So, jetzt muss ich dran denken, da drunter ein Campfire hinzuschmeißen. Sonst ist hier wieder alles am Sterben. Ich habe halt jetzt schon 15 Honeycombs. So viele brauche ich eigentlich auch schon gar nicht mehr. Ja, okay, es gibt halt sehr viele Kerzen. 1, 2, 3, 4, 5, 16, 17. Und dann gibt's noch 1, 2, 3, 4, 5, 16. Okay, dann brauche ich 33 Honeycombs, glaube ich, dafür. Okay, dann habe ich ja jetzt ungefähr schon die Hälfte. Nein, du gehst in die falsche Richtung. Geh da hoch. Geh da hoch. Okay, ich glaube, der hat keine Lust auf mich. Wird das hier wohl für immer auf Honey Level 4 sein. Ansonsten mache ich das jetzt einfach so, wie ich es gerade schon angekündigt habe, dass ich jetzt einfach teilweise mit den Items anfange, der 1.17. Weil, wie gesagt, ich habe die ganzen Vorbereitungen eigentlich schon abgeschlossen. Und dann müsste es eigentlich sofort mit einem Deep Slate losgehen und da muss ich dann in eine Höhle gehen.